Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute gucken wir uns Ausrüstung an, die ich mittlerweile ausgemustert habe. Das bedeutet Ausrüstung, die zwar nicht an sich schlecht ist, aber die ich nicht mehr benutze. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video startet, schreib mir gerne unten in die Kommentare, ob dich solche Videos zu ausgemusterter Ausrüstung interessieren, damit ich Bescheid weiß. Fangen wir mit einem Rucksack an, den ich mittlerweile praktisch überhaupt nicht mehr benutze. Der hat mich früher viel begleitet. Das ist der Alpine Trekking Rucksack von VD. Eigentlich ein guter Rucksack. Er ist auf jeden Fall top verarbeitet. Das Rückensystem ist absolut in Ordnung. Das Tragesystem ist bis 12 Kilo auch noch absolut in Ordnung, meinem Empfinden nach. Ja. Es gibt ein paar kleine Details, wie das hier hinten noch so ein kleiner Gurt verstaut ist, mit dem man auf dem Kopf noch mal eine Rolle befestigen kann und. Ja, er ist sehr flach geschnitten, ja, hat auch nur hier so ganz kleine Einschubtaschen. Also ihr merkt schon, Alpin, Bergklettern, dafür ist er gedacht, ja, um möglichst sich anzuschmiegen an dem Körper, um nicht an der Seite irgendwo hängen zu bleiben und solche Geschichten. Und genau weil er auf diesen Zweck zugeschnitten ist und ich das überhaupt nicht, beziehungsweise noch überhaupt nicht mache, also kein Bergsteiger im gesteigerten Sinne sozusagen bin, ist dieser Rucksack für mich mittlerweile nicht mehr das Optimum. Ich habe mir einen anderen Rucksack besorgt, der ungefähr ähnlich geschnitten ist. Das ist der von Marding oder Mountaintop, glaube ich. Der hat 60 Liter, ist also auch noch mal ein bisschen größer und kostet auch weniger als die Hälfte. Zumindest habe ich ihn damals im Angebot für 40 Euro bekommen. Und seitdem ist dieser Rucksack halt ziemlich aussortiert, muss man sagen. Ja, wenn natürlich mal meine Dame des Herzens mal mitkommen möchte, ja, dann kriegt sie zum Beispiel einfach mal den Rucksack, wenn sie ein bisschen mehr Stauraum braucht oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber deshalb habe ich den Rucksack hier jetzt zum Beispiel mittlerweile einfach komplett aussortiert in dem Sinne. Ebenfalls komplett aussortiert, beziehungsweise wie ihr vielleicht sehen könnt, auch gar nicht so viel benutzt, ist dieses Koshi, haben wir es genannt, von der Bundeswehr. Das haben wir damals bei den Pfadfindern immer benutzt. Ja. Ihr kennt das, Aluminium, ja, Nierenform, bisschen schwer, unhandlich zu reinigen. Es klappert laut wie sonst was, wenn man das alles immer zusammensteckt. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe das einfach damals lieb gewonnen. Ich war damit zum Beispiel mit den Pfadfindern 3,5 Wochen in Schweden unterwegs. Ja, und wenn man daraus ständig kocht, isst, trinkt, es wieder sauber machen muss, dann entwickelt man dazu so eine spezielle Bindung, möchte ich mal sagen. Bei der Bundeswehr selber habe ich es tatsächlich gar nicht so oft benutzt, weil ich meine, meistens hattest du ja sozusagen die Gemeinschaftsküche von der Bundeswehr und dann brauchtest du ja sowas ja nicht. Höchstens, wenn du mal im Feldeinsatz warst, ja. Und das ist gar nicht so oft vorgekommen, wie man das eigentlich immer so denkt, ne? Also die meiste Zeit machst du ja deine Übungen oder Gewaltmärsche und kommst dann ja abends auch wieder ganz normal an und isst dann halt in der Kantine, ne? Ja, und deshalb braucht man dieses Kochgeschirr eigentlich nicht. Ah, entweder benutze ich meinen Edelstahltopf oder mein sehr, sehr leichtes Aluminium-Trekking-Geschirr von Cashua, das ich mittlerweile habe. Und das hier ist einfach Nostalgie, steht hinten, ist aber einfach, ja, nicht wirklich praktikabel und deshalb ausgemustert. Ebenfalls komplett ausgemustert ist das hier. Ich weiß nicht, wie viele das von euch kennen oder wie vielen das was sagt. Das ist in dem Sinne einfach nur eine Picknickdeckenunterlage. Ja? Das habe ich zum Beispiel benutzt in Zelten, in meinem Wurfzelt oder so. Habe damit komplett einfach den Boden ausgelegt, weil das ungefähr die ähnliche Quadratmetergröße hat. Ja, ist höchstens so 3-4 mm dick, würde ich sagen. Bis, ja, wenn man zusammendrückt, höchstens 3-4 mm. Ist so ein Schaumstoff und der ist dann so ein bisschen Aluminium bedampft hier oben. Ja? Ich muss sagen, bis 10 Grad, also im Sommer, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Also es hält genug warm, vor allen Dingen hält es im kompletten Zelt warm und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht besonders bequem, weil es auch nicht so hoch ist. Ne? Aber das war sozusagen meine erste Isomatte, wenn man so will. Ja, die hat, glaube ich, damals 11 Euro gekostet. Und am Anfang hat sie mir gute Dienste geleistet, ja? Weil am Anfang bin ich auch noch nicht bei so tiefen Temperaturen rausgegangen und nicht so lange. Dann brauchte ich halt nicht so eine dicke Luftmatratze oder eine vernünftige Evazote für Langstrecken-Trekking oder sonst irgendwas in der Richtung. Und deshalb, ja, habe ich das sehr gerne benutzt, das Ding, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil es sich nicht lohnt, es mitzunehmen, weil ich kann dann auch, wenn ich liegen will, vernünftig zum Beispiel eine Luftmatratze nehmen oder wenn ich auf Trekking nur gehe, nehme ich halt die Evazote mit, die bei ungefähr gleichem Gewicht
besser zugeschnitten ist und auch einfach wärmer hält, sagen wir mal ehrlich, weil das ist halt hier nichts im Prinzip. Ne? Aber an sich immer noch eine klasse Picknickunterlage. Ja? Und wenn irgendwas ansteht mit Freunden oder so, dann kann man das Ding mal wieder rausholen. Aber im Outdoor-Bereich und auf Touren habe ich es komplett ausgemustert. Noch was von der Bundeswehr, das Bundeswehrbesteck. Hier ist jetzt zum Beispiel gerade nicht die Gabel drin. Das Bundeswehrbesteck kennen die meisten von euch, Edelstahl, mega robust. Im Prinzip kann man dann aber eigentlich auch normales Besteck von zu Hause mitnehmen. Nur das hier kann man halt zusammenstecken. Die Grundfassung, ja, hier hinten drin mit Dosenöffner und solchen Geschichten, brauche ich nicht. Habe ich an meinem Victorinox, ist an jedem Victorinox normalerweise dran. So ein Dosenöffner, zumindest an den größeren. Ein Buttermesser braucht auch keine Sau, ist auch an einem Victorinox dran. Ja. Und Spork ersetzt Gabel und Löffel. Ja, und ist viel leichter, kompakter. Also was soll man mit dem Zeug, ehrlich gesagt, noch. Aber für Festivals, längere Campingaufenthalte mit einem Wohnwagen, ähnliches, ist es eigentlich ganz gut. Es ist natürlich bezeichnend, dass mittlerweile die Gabel davon einfach in meinem ganz normalen Geschirr gelandet ist zu Hause, ja, im ganz normalen Besteckkasten sozusagen. Naja, ne? Man schafft es sich am Anfang an, man verbindet damit auch was nostalgisch, aber ausgemustert. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du so für Ausrüstung bis jetzt ausgemustert hast, denn bei einem bin ich mir sicher, Gear-Junkies sammeln immer ziemlich viel Ausrüstung an und irgendwann braucht man die alten Sachen nicht mehr so dringend wie vielleicht die neuen Sachen. Ebenfalls ausgemustert ist dieses kleine Schmuckstück hier. Ich glaube, ich habe dazu auch schon mal ein einzelnes Review-Video gemacht. Ja, das ist die Machete Gator Gerber von Junior, wollte ich gerade sagen. Junior von Gerber. Ja. Eine kleine, sehr leichte und eigentlich auch sehr praktische Machete, wenn man sie denn dafür benutzen möchte. Ja, ihr seht die Form, so ein bisschen ja, moderner soll das anmuten. Und die liegt auch klasse in der Hand, damit lässt sich klasse zuschlagen. Ja. Über den Sägezahnrücken kann man sich streiten, er funktioniert, muss man dazu sagen, ist aber mega umständlich und anstrengend und eigentlich braucht man das auch nicht, sondern eigentlich geht es ja um das Hacken. Mittlerweile habe ich ungefähr, ich glaube, 5, 6 Macheten oder so und auch wenn ich ein riesiger Fan von Macheten bin, ist es einfach unsinnig, die mitzuschleppen. Ja? Auf Trekkingtouren brauche ich sowieso nichts Größeres, um mir damit Holz zu machen und wenn ich mal stationär irgendwo bin, mit Camp, Lager, sonst irgendwas, dann nimm ein Beil. Ein Beil ist dafür gemacht, dir Holz zuzubereiten sozusagen. Ja, wir haben nirgendwo Dschungelbuschwerk, das wir aus dem Weg schlagen müssen im Prinzip mit einer Machete. Deshalb Liebhaberstück. Ich habe viele Macheten, genau aus dem Grund, weil ich ein Liebhaber von Macheten bin. Brauche sie aber eigentlich überhaupt nicht und deshalb ausgemustert. Ebenfalls eigentlich ein guter Gegenstand, aber bei mir überhaupt nicht mehr im Gebrauch, ist zum Beispiel dieses Mora-Messer stellvertretend für alle Mora-Messer, weil ich habe mehrere davon. Das hier war tatsächlich mein erstes, eben weil es diese olivgrüne-schwarze Kombination hat, die ich sehr gerne mag, die man zwar, wenn es mal runterfällt, schwerer wiederfindet, aber ich mag es nicht mit so quietsch-orange im Wald rumzulaufen, das ist nicht so mein Fall. Wiederum mag ich auch kein Camouflage, das heißt so olivschwarz, ein dunkler Rotton, das sind so eigentlich meine Lieblingsfarben, um draußen rumzulaufen. Ja? Man ist nicht völlig getan. Aber man ist auch nicht völlig militärisch unterwegs. Ja? Also immer so ein kleines Mittelding. Und warum das Mora jetzt mittlerweile nicht mehr? Mora-Messer sind an sich top, das wissen die meisten von euch, denn die meisten von euch besitzen natürlich auch ein Mora-Messer. Aber die Klinge ist für das normale Schnitzen fast schon zu groß und für grobe Arbeiten zu klein. Was meine ich damit? Wenn ich mir mein Victorinox Rangerwood oder ein Ganzo-Klappmesser oder sonst irgendwas als kleines Schnitz- und Kochmesser in der Seite mitführe, brauche ich das ja nicht mehr zum Schnitzen oder zum Zubereiten von Essen, weil dafür habe ich ja ein Messer, vor allen Dingen etwas, das kleiner verpackbar irgendwo in der Seitentasche verschwinden kann. Für grobe Arbeiten wiederum ist dieses Messer für mein Empfinden zu klein. Man kann damit zwar einige sehr grobe Arbeiten machen. Ich meine, ich habe mit dem Mora hier, das ist eines meiner allerersten Videos gewesen, wo ich das benutzt habe, mal versucht, eine Art Schwedenfeuer hinzubekommen. Hat nicht ganz so gut geklappt, aber das Batonieren an sich hat super funktioniert, auch mit diesem kleinen Mora-Messer-Ding. Also die halten schon deutlich mehr aus, als man denkt. Aber wenn ich weiß, ich mache anspruchsvollere Arbeiten, ja, und muss ein bisschen mehr also richtig anpacken mit dem Messer, dann nehme ich mir halt mein ganzes Survival-Messer mit oder mein selbstgeschmiedetes oder sonst irgendein Messer, das gleich ein bisschen größer ist. Ja, das heißt, das Mora-Messer ist so ein
Mittelding, das so nichts richtig und nichts Ganzes macht. Ja? Deshalb, ich bin immer für Spezialisierung vom Messer. Ein Klappmesser, ein Multitool habe ich immer mit dabei, ja? Auch im normalen Stadtverkehr immer. Egal wo ich bin, und wenn ich halt weiß, ja, ich mache schon ein bisschen mehr, dann nehme ich halt ein vernünftiges Messer mit raus, und deshalb bleibt das Mora mittlerweile komplett zu Hause. Ausgemustert deswegen. Ebenfalls etwas Kleines, das ich überhaupt nicht mehr benutze. Diese Plastikkarabiner, stellvertretend für alle Arten von Karabinern. Man braucht sie meiner Meinung nach relativ selten. Also solche kosten 10 Stück, ich glaube 3 Euro. Bei China, Gearbest, ja, relativ einfach. Die sind auch am Anfang total nützlich gewesen. Man kann an der Ridgeline irgendwas aufhängen, man kann was am Rucksack befestigen und ähnliches. Mit Plastik ist es aber natürlich so, im Gegensatz zu Metall, irgendwann geht es ja dann schon kaputt, auch wenn das hier relativ stabil ist für das, was es machen soll. Mittlerweile benutze ich etwas anderes, und zwar habe ich euch auch mal in einem Flottendreier vorgestellt, so kleine Drahtseile, die gummiummantelt sind. Ja. Mir fällt der Name immer nicht so richtig ein von den Dingern, aber wenn ich etwas irgendwo befestigen möchte, ja, die haben so einen kleinen Drehverschluss, sind halt so ein Draht mit Gummi ummantelt, die sind leichter, halten mehr aus, sind irgendwie praktischer als die, und deshalb sind die leider ausgemustert. Ja, das soll es für dieses Video auch schon gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du kein Video mehr zur Ausrüstung. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.